Erzähl mal, was sind denn so Stimmungsbooster, mit denen du persönlich gute Erfahrungen gemacht hast? Und wie wendest du die auch an? Naja, das eine ist erstmal diese Grundlage, die ich schon erwähnt habe. Also ich gucke natürlich immer danach, dass ich die Nährstoffe zu mir nehme, die ich brauche als Grundvoraussetzung. Und dann gibt es natürlich, ja, jetzt ist die Frage, was zündet denn dann, dass diese Botenstoffe freigesetzt werden? Und für das Oxytocin, das kennt man als Kuschelhormon, da wissen ja viele über Berührung, womit wir wieder bei dem Sinnen und dem Genießen wären. Aber es gibt, was so ein bisschen meine Welt ist, die Gewürze und Kräuter, da natürlich ganz bestimmte, die in der Lage sind, auf verschiedenen Ebenen diese Glücksbotenstoffe zu beeinflussen. Und das sind im Prinzip drei Mechanismen. Du kannst mehr bilden von den Glücksbotenstoffen. Du kannst für viel mehr Freisetzung sorgen, dass sie richtig lossprudeln. Und du kannst dafür sorgen, dass sie nicht so schnell abgebaut werden, also dass wir länger glücklich bleiben. Und für diese drei Kategorien gibt es tatsächlich sehr typische Gewürze. Also wenn wir jetzt für dieses, wie kann ich mehr bilden von den Glücksbotenstoffen, da ist zum Beispiel die Vanille ganz fantastisch. Und ich habe das so gemerkt, als ich auf La Réunion war. Da gibt es ja ganz viel Bourbon-Vanille und da gibt es Märkte. Wenn du dich diesem Markt näherst und diese Vanille hängt in der Luft, das ist irre. Du kommst an und du fühlst dich auf dem Markt high. Also das ist so irre, ja, von diesem intensiven Geruch in der Luft. Das genügt schon, das zu riechen. Das heißt, man muss das noch nicht mal essen. Oft genügt sogar schon das, was wir, das sind wir bei den ätherischen Ölen, also diesen flüchtigen Substanzen, die ganz schnell in der Luft sind. Die gehen ganz schnell ins Gehirn und dann boah, du stehst da. Ich weiß nicht, ob das ein Trick ist, dass sie mehr verkaufen. Ich glaube es nicht. Aber es war auf jeden Fall eine Irrsinnserfahrung. Ne? So. Also das ist die Vanille und wir kennen es vielleicht hier ein bisschen von der Weihnachtsbäckerei, wo wir so Glücksgefühle auch kriegen. Da ist ja tendenziell viel Vanille auch dann auch drin. Oder Vanilleeis ist die beliebteste Eiscremesorte auf der Welt. Und vielleicht einfach, weil es glücklich macht, wenn da Vanille drin ist, ja, wenn wir die Vanille riechen. Oder ein zweites Gewürz, was auch ganz viele mögen, vielleicht gar nicht manchmal so bewusst wahrnehmen, dass sie es essen, das ist Oregano. Der sorgt auch dafür, dass wir mehr von dem Glücksbotenstoff Serotonin und mehr vom Belohnungsbotenstoff Dopamin haben. Und Oregano ist ja das Gewürz auf Pizza zum Beispiel, ne? Oder in Zusammenhang mit Tomatensauce. Das ist so Mittelmeer-Feeling, das ist so Sommerurlaubsfeeling. Und da denke ich mir immer, das ist kein Zufall, ne? Also es regt auch Entspannungsbotenstoffe an, Gamma-Aminobuttersäure. Das heißt, entspannt und glücklich. Also das ist doch Urlaubsfeeling, ne? So wie man das kennt. Und das macht Oregano. Also total toll, was diese Gewürze können, ne? Was haben wir noch? Wir haben auch vielleicht Weihnachtsbäckerei, Piment und Nelke, also Gewürznelke. Da haben wir das auch noch mal drin. Und wir haben Bockshornklee. Und das sind, also es gibt so tolle Dinge, die da einwirken, ne? Dass wir das einfach auch nutzen können durch die Aromen. Vielleicht, das kennt man, Bockshornklee ist der Duft von den indischen Currypulvern. Und das ist ja für viele auch sowas, ne? So ein gutes Curry riechen und da fühlt man sich auch gleich viel besser. Also das sind so Booster für verschiedene Dinge. Ne? Also der Bockshornklee für dieses langsamere Abbauen, Piment und Nelke auch. Und dann haben wir noch ja für dieses sprudelnde Freisetzen, das ist Safran. Und Safran ist ja inzwischen in klinischen Studien so gut im Rennen wie Antidepressiva, nur natürlich mit deutlich weniger Nebenwirkungen. Ja, man soll es nicht übertreiben mit dem Safran. Aber was ich da auch so spannend finde, ist, dass der in Mengen schon wirkt, wie wir sie auch an dem Essen haben. Also, das ist ja das teuerste Gewürz der Welt. Da ist man ein bisschen vorsichtig mit der Dosierung. Aber das ist unglaublich, ja, dass Gewürze in Studien zeigen, dass sie genauso gut wirken wie ein Therapeutikum. Ja, und ich meine, Antidepressivas wirken nicht bei allen, die haben ganz oft ganz tolle Nebenwirkungen. Und das ist natürlich irre. Also, ich meine, ich schwärme jetzt natürlich, ne? Aber Risotto und ein Safran-Risotto, das sind zwei Universen, ja. Das muss man einfach mal ausprobiert haben. Safran an ein Risotto zu machen, das original italienische Rezept ist mit Safran.
Und das ist, du schwebst im Himmel, ja, das von diesen Aromen, das ist einfach Irrsinn. Und was ich auch schön finde, jetzt schweife ich jetzt ein bisschen ab, aber viele denken ja, ah ja, die Gewürze, die kommen von so weit her und so. Aber es gibt inzwischen auch Safran zum Beispiel aus der Region von München oder von Stuttgart. Und zumindest bei den Münchnern weiß ich, da wurde nachgemessen, dass auch die Wirkstoffe, die uns da interessieren, dass die tatsächlich auch in hoher Konzentration drin sind. Weil das ist ja nicht immer so, ne? Wenn wir eine Pflanze von irgendwo anders quasi herholen, zu uns holen, dass die dann auch die Wirkstoffe ausbilden, weil du brauchst ja bestimmte Böden, bestimmtes Klima, manchmal eine bestimmte Höhenlage. Und deshalb ist es so eine Sache mit dem, ich bin ja sehr für regional, aber wenn es halt nicht das enthält, was wir suchen, dann bringt das auch nicht so viel. Aber bei dem Safran funktioniert es. Und bei, also diese Vorstellung, du isst ein leckeres Essen, ein tolles Gericht und es hat wirklich antidepressive Wirkung, also ganz, ganz stark stimmungsaufhellend, klinisch nachgewiesen. Also besser geht's ja nicht mehr. Ne? So, und das ist so ein Universum, was sich da jetzt auftut, gerade auch bei den Gewürzen. Das finde ich so phänomenal. Vieles ist ja über die Erfahrungsheilkunde bekannt. Also indische Gewürze, das wird ja schon ganz lange für verschiedene Dinge, auch für Gehirnfunktionen eingesetzt. Traditionelle chinesische Medizin macht das auch schon extrem lange. Aber jetzt kriegen wir auch noch die Studien dazu. Und ich finde das so toll, dieses Dreieck aus Erfahrung, Wissenschaft nach Weststandard und Genuss. Also ja. Besser finde ich, kann es gar nicht sein. So, alles zusammen. Ja, besonders der Punkt Genuss gefällt mir. Ja, mir auch. Aber ich muss sagen, auch Studien lesen ist für mich Genuss, weil mich das einfach immer wieder begeistert, ja, zu sehen, was da erforscht wird und mit eigentlich wie wenig Mengen da Effekte erzielen. Ich meine, es ist kein Wunder, dass getrocknete Gewürze sind ja unglaublich kondensiert, sehr kompakt, wenn man so will, mit den Wirkstoffen. Ne? Für alle, die mal frische Kräuter getrocknet haben, die wissen das, von so einem riesen Büschel in der Schüssel bleibt dann am Ende ein Esslöffel übrig. Also das muss man sich auch klar machen, wie konzentriert das ja ist, was wir da in Händen oder auf dem Löffel halten. Ja. Den Safran, den benutze ich übrigens auch in der Therapie als Tee. Eben. Ich arbeite viel mit Tee und Tinkturen. Ich verordne auch Safrantee bei Leuten, die Stimmungstiefs haben. Ah, und fantastisch. Schmeckt auch in Ordnung. Ja. Morgens eine kleine Tasse, so 5-6 kleine Safranfäden in 150 Milliliter Wasser geben, also heißem Wasser. Ja. Deckel drauf, 20 Minuten ziehen lassen und ziehen dann lassen. Ein kleines Schlückchen trinken. Das hilft auch richtig gut. Ja, fantastisch. Ja. Toll. Und das ist ja auch total einfach zu machen, ne, so ein Tee. Ja, genau. Da muss man nicht gleich ein ganzes Risotto kochen. Es soll ja auch einfach gehen. Ja, genau. Ja. Also wir hatten jetzt Vanille, wir hatten Safran, du hast Majoran gesagt und Nelke, ne? Denkst du noch an was anderes? Den Boxhornklee hatten wir noch. Also was auch auffällig ist, dass viele, also das ist so eine sehr grobe Daumenregel, aber es sind viele Gewürze, die so eine orange-rote Farbe haben. Mhm. Die haben oft was mit Stimmung zu tun. Also der Safran. Wir haben es auch ein bisschen bei Kurkuma. Die Chili habe ich noch gar nicht erwähnt. Ne? Die setzt euphorisierende Botenstoffe frei, die Endorphine. Also auch was Rotes. Was haben wir noch? Vanille ist gelb und nicht rot. Eigentlich ist sie sogar schwarz, ist ja gar nicht gelb. Also Chili und Paprika damit verbunden ist ja dieselbe Pflanze sozusagen, der Safran, Kurkuma, der Boxhornklee, also diese gelb-orange-roten Gewürze, da hat man zumindest gute Chancen, dass die stimmungsaufhellend sind. Ja, mir fällt gerade ein, da könnte man ja auch die Verbindung machen, dass das vielleicht auch Sachen sind, die sowieso die Lebensgeister wieder wecken und so ein bisschen in Wallung bringen, ne? Ja. Dann ist man ja automatisch wieder besser drauf. Genau, das ist, wird wahrscheinlich auch in der TCM, also wärmend, ne? So vielleicht auch von innen wärmend. Die Farbe, wir kennen das von der Sonnenfarbe, gelb, orange, rot, ne? So, das sind Sonnenfarben eigentlich. Das ist, ja, vielleicht ist das alles kein Zufall. Sag mal, wie schnell wirkt das denn alles? Muss man das lange nehmen oder hilft das vielleicht auch mal ganz kurzfristig, wenn ich in einer halben Stunde einen Termin habe oder so?
Naja, das meiste bei den Gewürzen muss man sagen, da hilft regelmäßiges Verwenden. Man kennt es auch von den Antidepressiva. Die werden 4 Wochen gegeben, oft bis überhaupt mal irgendwas sich bewegt. Ja, das ist gar nicht so untypisch, dass das eine ganze Weile braucht. Deshalb empfehle ich immer, wer Gewürze verwendet, darf sich ein bisschen darauf einstellen, das einfach regelmäßig zu verwenden in vielen verschiedenen Gerichten oder viele verschiedene Gewürze, ne, so immer mal ein bisschen abwechseln. Und für den Punkt, wo du sagst, naja, manchmal hat man keine Zeit, 4 Wochen zu warten, sondern es muss zack gehen, ne? Das dann sind, ich nenne sie die Blitzhelfer, natürlich eine tolle Geschichte. Und das hatte ich ja eben mit der Vanille und dem Duft schon angedeutet. Das heißt, alles, was ja über die Nase geht und sofort an der Riechschleimhaut andockt, löst direkten Impuls in unserem limbischen System aus.